So, dieses Gebilde aus Lego nennen wir bei uns einen chinesischen Kompasswagen. Warum Kompasswagen? Na, das hat die schöne Eigenschaft, na, das ist ein Wagen, mit dem fährt man durch die Gegend, der wird vielleicht von Pferden gezogen oder sowas ähnliches. Und wenn ich damit aber um eine Kurve fahre, dann sehen wir das Männchen, das oben drauf steht, das zeigt immer exakt genau in die gleiche Richtung, egal wie wild ich hier mit durch die Gegend fahre. Und von daher kann man das benutzen, um sich zum Beispiel in der chinesischen Steppe zu orientieren. Man richtet das einmal nach Süden aus und dann zeigt das Ding immer nach Süden. Aber jetzt fragt man sich natürlich auch da wieder, warum eigentlich? Und jetzt schauen wir uns das doch mal ein kleines bisschen genauer an, indem wir hier unter die Haube schauen. Also was haben wir unter der Haube? Unter der Haube haben wir zwei Sorten von Getrieben. Und zwar hier haben wir einmal ein sogenanntes Differentialgetriebe. Was macht ein Differentialgetriebe? Ein Differentialgetriebe sorgt dafür, dass wenn die Bewegung von zwei Achsen reinkommt und die beiden Achsen sich genau gleich drehen, dann dreht das Differentialgetriebe sich auch genau in der gleichen Geschwindigkeit mit. Wenn jetzt aber eine Achse stehen bleibt und sich nur die andere bewegt, dann dreht sich, wenn man genau hinschaut, das Differentialgetriebe ein kleines Stückchen langsamer, nämlich genau nur halb so schnell wie das Rad außen. Und es ist sogar so, wenn die beiden Räder sich in genau entgegengesetzte Richtung bewegen, also dieses Zahnrad hier, also das da und das da, wenn die sich in genau entgegengesetzte Richtung bewegen, dann bleibt das Differential sogar stehen. So, das ist das eine Getriebe. Das andere Getriebe hier ist ein Umkehrgetriebe. Das sorgt dafür, dass wenn sich dieses Rad hier dreht, dass sich dieses Zahnrad mit gleicher Geschwindigkeit genau in die andere Richtung dreht. Was unterm Strich jetzt dazu führt, dass wenn sich beide Räder drehen, was haben wir? Umkehrgetriebe, dreht die Bewegung um, Differentialgetriebe, verwurschtelt die beiden Bewegungen miteinander und zwar in der Art, dass in der Situation, wenn das Ding einfach nur nach vorne rollt, bleibt das Differential stehen. Wenn aber sich jetzt nur der hier dreht, dann dreht sich das Differential in die eine Richtung und wenn sich der hier dreht, dreht sich das Differential in die andere Richtung. Und dieses Differential, dessen Bewegung, wird jetzt genau hier oben an unser Männchen mit übersetzt. Und das heißt, der führt jetzt praktisch die Bewegung des Differentials aus. Was passiert dann unterm Strich? Naja, schauen wir uns das mal an. Ich stelle das Ding mal wieder auf. Wenn ich nach vorne fahre, passiert gar nichts am Differential. Das Männchen zeigt immer genau in die gleiche Richtung. Wenn ich um eine Kurve rumfahre, dann misst praktisch der Drehwinkel von dem Lego-Manschgal hier oben den überstrichenen Winkel. Weil wenn ich um eine Kurve fahre, dann läuft ja ein Rad ein bisschen weiteren Weg als das andere Rad. Und die Wegdifferenz entspricht tatsächlich ganz exakt dem überstrichenen Winkel, den ich hier überfahre. Das heißt, wenn ich hier jetzt irgendwie einen Winkel fahre, dann sorgt das Ding dafür, dass hier vorne der Drehwinkel genau ausgeglichen wird und das Lego-Männchen hier genau in die richtige Richtung zeigt. Ob das tatsächlich in der chinesischen Steppe so funktioniert hat, wage ich im Moment ein bisschen zu bezweifeln, denn das Ganze funktioniert nur so lange, wie der Boden unten drunter wirklich vollkommen eben ist. Was bei Hügeln passiert, ist dann doch ein ganzes Stückchen komplizierter.